Ja, unser Verein besteht seit fast 20 Jahren in diesem Gebäude, also im Nachbarschaftshaus. Wir sind ein Integrationsprojekt. Wir haben alles mögliche Bereiche, unter anderem Jugend, Bildung, Sparkurse, Flüchtlingsbereich, Studenten, Schulpolitik. Zurzeit haben wir natürlich unseren Schwerpunkt Elternarbeit, Familien, Zusammenarbeit mit Schulen. Also unterteilt in viele Bereiche, unter anderem die Beratungsstelle, die Nachhilfeunterricht, Vätergruppe, Muttergruppe, Elternkurs, also Fortbildung, Veranstaltung zur Öffentlichkeitsarbeit, was wir anbieten. Verschiedene Themen wie Erziehung, Gewaltfrage, Ehre, also Integrationspolitik der Bundesregierung bzw. Zuwanderungsgesetz. Ja, waren viele Anfragen von Eltern, die hier im Kiez wohnen, und haben verschiedene Lehrer angesprochen, dass die Schulfächern, also Hausaufgaben in den Schulfächern anbieten. Und dazu kam dieser Zulauf mit Begeisterung, dass die Familien aus migrantischem Hintergrund, die auch sich nicht leisten, natürlich eine normale kommerzielle also Nachhilfe zu bekommen. Das Projekt, das findet zweimal in der Woche statt, und zwar um 14.30 Uhr und dann anderthalb Stunden ungefähr. Und das betrifft halt die Kinder, die in der Schule Probleme haben, halt, die Deutsch, Mathe, Schwierigkeiten haben und halt nicht die Hausaufgaben, die nicht gerne Hausaufgaben machen wollen. Und die kommen dann halt zu mir und ich werde denen dabei halt unterstützen bei den Hausaufgaben und denen dabei helfen. Die Kinder halt, die hier im Wohnviertel hier wohnen, die kommen dann halt zu uns und die kommen von 1. bis 9. Klasse, 1. bis 8. Klasse so ungefähr, ja. Es haben sich auch wirklich Kinder wirklich verbessert, die Noten wurden besser, habe ich auch von den Eltern erfahren, dass sie sich durch die Hausaufgaben hier haben die sich auch ihre Noten wirklich verbessert und haben auch mehr Lust hier zu den Hausaufgaben. Also die kommen wirklich gerne hierher und haben auch Lust, Hausaufgaben zu machen. Also hauptsächlich Mathe und Deutsch. Und Sachunterricht ist auch, aber hauptsächlich Mathe und Deutsch. Die Kinder, für die ich zuständig bin, das sind die Kinder, die auf eine deutsche Schule gehen und die halt Probleme haben mit den Hausaufgaben. Die kommen halt zu mir. Ja, und ich arbeite gern mit Kindern zusammen. Ich habe selber auch zwei Kinder und das macht mir auch Freude. Ja. Und Samstag und Sonntag findet hier der arabische Unterricht statt und die bekommen dann auch nochmal Unterstützung. تاع عندنا لغه الام تاعنا اللي هي المغربيه نظل من جيل لجيل نظل متمسكين عشان ما ننساها. Das Ziel ist halt, dass wir halt unsere Muttersprache Arabisch auch beibehalten. Und die Kinder kommen auch gerne und haben auch Spaß an den Unterricht. Und die lernen sozusagen lesen und schreiben. Dass sie halt die Muttersprache auch dann in Schrift und, ja, und Sprache lernen. Unser Vätergruppe Projekt besteht seit 1.1.2006 hier. Anlass war auch, wie ich vorhin gesagt habe, im Rahmen unserer Integration, dass wir Väter ermutigen, in dieser Arbeit mit Einbeziehung. Das heißt, aufgrund dieser Rollenwechsel zwischen Heimatland und hier haben wir uns überlegt, diese Vätergruppe, um diese Themen zu diskutieren. Auch Migrationsthemen, Gewaltfall und so weiter, zum Beispiel Schulpolitik oder Schulsystem in der Bundesrepublik Deutschland, Erziehungsfragen. Wir sollen zum Beispiel die Elternabende mitgestalten und die Väter dazu befähigen, an dieser Elternabend teilzunehmen, beziehungsweise der Elternsprechstunde. ولا بقول لي بغاكم نو ان اوزفايز قلت له اوكي ماشي بده اوزفايز بلاش اوزفايز رحت لعنده قلنا له روح مع السفاره الماليه وقول لهم بدنا باسبور راحوا قالوا له بدنا بيشتكوا من هنا انه بدك انت اوفن هذا اللوبيز يعني اخويا ما لك بيشتغل سوسيال بدك تكون معنا بروح لعند بلاد وكذا بفوت على الجوب سنتر بقول له هيك بس شو بيحكي الماني بيعمل هو هذا اللي بيحكي كبرهم دوت يعني ما بيعرف بيستغلوا Also wir haben heute
unser Thema, Pädagogik-Thema ist Auslandgesetz bzw. Aufenthaltsrecht. Und ich habe mir vorhin erzählt, dass ich beim Anwalt war und wegen einer Geschichte. Natürlich, Herr Fayoumi ist Sozialpädagoge, arbeitet mit uns zusammen, Betreuer und Begleiter unserer Klientel. Ja. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, über allgemeine Situationen. Und jetzt hat er natürlich angeschaut, dass es allgemein geht, zum Beispiel Leute, die zum Jobcenter verschickt werden, die natürlich dringend einen intensiven Deutschkurs brauchen. Ja. Oder wenn sie zum Elternabend gehen, die meisten Leute natürlich sprechen, sind schon lange hier zwar, aber die sprechen kaum Deutsch. Und deshalb seine Empfehlung an den Mitarbeitern im Jobcenter bzw. die Behörden, dass es Leute wirklich weiterhin Deutschkurs zu empfehlen. Ja. Und meinte er natürlich, wenn jemand kann nicht Deutsch, kann er nicht, braucht einen Dolmetscher. Und Dolmetscher ist nicht immer da. Ist, ja. Zum Beispiel bei Elternabend oder was nicht, Begleitung zu einer Behörde zum Arzt. Also Integration ist für mich auch, wenn es zu spät gekommen von der Bundesregierung, haben wir schon lange angefangen. Viele Meinungen vertreten die Parteien, dass wir sind kein Einwanderungsland. Aber inzwischen haben alle Parteien begriffen, dass wir sind doch ein Einwanderungsland. Und die Flüchtlinge oder die Migranten, die hier kommen, im Rahmen dieser Rotationsprinzip ist gescheitert. Das haben wir gesagt, wir bleiben hier. Und da haben wir dann damals unser Kulturprojekt angefangen. Unsere alle Projekte gehen in diese Richtung, in der Integration. Für uns ist Sprache A und O sozusagen, also der Schlüssel für die Integration. Ja? Natürlich die anderen Fächer auch. Aber wenn man Deutsch versteht, eins und zwei schreiben, dann kann man die anderen Aufgaben verstehen, ob jetzt Navi oder auch andere Fächer. Das heißt, wir versuchen verstärkt durch Forderung auch individuell die Kinder zu helfen. Sowohl Grundschule als auch Oberschule. Natürlich, wir machen erstmal Grundschule. Jetzt, unsere nächste Projekte ist die einzelne Nachhilfe, Hausaufgabenhilfe, sowohl zu Hause als auch bei uns in anderen Stellen. Weil die Hausaufgabe ist wichtig für uns weiterzuführen, damit die Schule auch wirklich Erfolg haben bei ihrer Klausur oder ihrer Prüfung. Ja.